Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu PUBG auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Dienstag und mit dabei natürlich, wobei, oh Gott, wie siehst du denn aus, alter Vogelmann? Hallo, ja, ich wollte mich ein bisschen austoben, wie du siehst. Oh, warte mal, du bist ja leise. Warte mal, eine Sekunde. So, jetzt höre ich dich vielleicht auch nicht, dass ich hier wieder Honig höre. Das wäre nicht so doll. Oder Krankenhaus. Oder Krankenhaus, ja, oh Gott. Das war eine Bigo-Folge. Also wenn ihr da draußen die Bigo-Folge vom Freitag verpasst habt, unbedingt nachholen. Schlimmer geht's immer, aber das war schon hart an der Grenze. Ja, das fand ich echt gut. Da habe ich mir sogar nochmal angeguckt. Ja, aber ich möchte dazu nochmal was sagen. Ich möchte mich ja auch mal ein bisschen rechtfertigen, ja. Also, ihr müsst euch das da so vorstellen, ja. Meine Aufnahmemöglichkeit, die ich habe, vom Gameplay, das ist gar nicht so leicht. Zum einen habe ich hier meinen großen Fernseher mit einer Dolby Surround Anlage, über die ich auch natürlich gerne zocke. Zum anderen habe ich ein Headset auf, was über einen Computer angeschlossen ist und ich den Party Chat quasi drin habe mit mir und Vogelmann. Und wenn ich die Aufnahme anmache, muss ich das Bild auf meinen Laptop quasi rüberziehen, streame das quasi von der Xbox One und den Spielsound. Und damit der Vogelmann noch zuhören ist, muss ich den Spielsound und den Party Chat zusammen. Das heißt also, ich habe, wenn wir zocken, habe ich den Surround Sound von meiner Anlage, ich habe den Vogelmann im Ohr und ich habe den gestreamten Sound im Ohr. Also alles dreist quasi und ja, dementsprechend habe ich manchmal echt Orientierungsprobleme, von welchen Ecken, hast du jetzt auf, mich direkt hier zu bewerfen, ich erzähl den Leuten hier was. Verdammte Axt hier, ey. Die hören ja auch alles gespannt hier zu drin. Will man sich einmal rechtfertigen, dann kommst du schon wieder. Guck mal hier, das ist wie Büchsenwerfen am Rummelplatz. Nee, du bist. Ey, hallo, du hast übertreten. Das ich will schummeln. Nicht. Ja, aua. Der große Teddybär ist jetzt mal einer. So, guck mal, den einen habe ich schon richtig gut am Kopf getroffen. Oh, guck mal, ja, bewegliche Enten. Jetzt mal weiter. Ja, bewegliche Enten. Geil. So, heute geht's natürlich weiter hier wieder auf der kleinen Karte. Und, Pokémon, wo springt man raus? Hier geht die Karte nochmal an. So. Ich würde mal spontan sagen, ich möchte. Hier hin, warte. Da. Puh, ja. Oh. Klingt nach einem Plan. Ich denke mal, wenn wir so ne? Höhe Painan sind, dann könnten wir eigentlich abspringen. Painan, ja. Ja, so Höhe Painan. Okay, hört sich gut an. Warten wir mal noch ein bisschen und dann kannst du ja gleich losgehen. Geballer. Also, wir sagen in 3, 2, 1, los. Schlaghosen Joker kommt. Ja, dein Charakter sieht aus, ey. Ein Grauen. Ja, ich wollte deinen Zuschauern mal eine gewisse Abwechslung geben, eine optische Abwechslung. Ich will mich jetzt pro Folge mal anders umziehen. Optische Abwechslung. Sag mal, fliegen wir immer noch auf denselben Ort zu? Ja. Ja. Okay. Wir sind auch richtig gut im Winkel. Haben wir gut getroffen. Ja, wie sieht der Rest aus um uns herum? Ging. Also ich habe nichts gesehen. Nö, ich sehe jetzt auch nichts. Ah, jetzt habe ich die Orientierung verloren beim Landen. Doch, neben rechts von dir sind welche. Rechts. Aber die landen woanders. Ja, das hoffe ich für die. Für die, ja. Ah, ja, natürlich. Heute geht's hier wieder richtig los hier. Ich bin voll motiviert. Werde heute sicherheitshalber 200 Mal nachladen. Weil ich ganz hardcore drauf bin und natürlich auch die Kommentare von euch da draußen lese, Freunde, ist da wohl klar. Aber auch da muss ich mich rechtfertigen. Ich habe es ja im Titel geschrieben, fast perfekt. Wenn es perfekt wäre, hätte ich nachgeladen, Freunde. Also, lesen müsst ihr schon auch können. So redet er sich ganz leicht raus, ja? Ja, ganz leicht. So wird das gemacht, Vogelmann. Weißt du? Willkommen in Zeiten des Internets. Ich hoffe, du beherrschst ja auch meinen Tipp, dass du Sachen vom Boden aus direkt ausrüsten kannst. Nee, das werde ich nie machen. Ich bin ein Gewohnheitstier. Ich habe schon immer das so gemacht. So, hast du im Rucksack für mich? Irgendwas? Nee. Irgendwas? Hast du im Rucksack für mich? Nein, und wenn, würde ich mir nicht geben. Sondern das jetzt, Almosen mache ich nicht. So. Jetzt sieht es aus wie der Druck. Oh, ich habe einen Rucksack. Ach, du Penner. Zack. Ich finde bestimmt gleich einen viel besseren Rucksack. Einen viel schöneren.
Nehme Das ich glaube noch ich die nicht. Vectio mit? Ich überlege gerade, ob ich noch die. Ja, komm, erstmal mitnehmen. Ah, nee, die hat auch. Ah, Rucksack! Nee, 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 Sehr nee. schön. Zwar kein guter, aber ist mir egal. So, den halben Griff hauen wir den. Ne, machen wir also auf die UMP9 drauf und machen wir erstmal so. So, da haben wir die Vector, dann nimmt Aber man ist dir aufgefallen, was mir ja. letztes Mal schon aufgefallen ist, jetzt wo ich meine Kleidung geändert habe, ne? Ja. Die haben die Kleidung rausgepatcht, ne? Die man auf dem Boden aufheben kann. Echt? Weißt du noch damals? Ach Damals ja. konnte man Ja, sich auch immer stimmt, umziehen, stimmt, ne? ja. Ist mir das gerade Stimmt. so Ist mir aufgefallen. nie aufgefallen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja. Ja gut, jetzt macht's ja auch keinen Sinn mehr. Ja klar, am Anfang war das doch so. Da bist du doch halb nackig gelandet, oder? War das nicht so? Ja, immer mit deiner Standardausrüstung, ne? So, ich habe übrigens mal 6 Visier. Bist jetzt ein bisschen neidisch, oder? Mal 6. Ja, mal 6. Oh, du würdest sogar auf meine DMR passen. Ich habe ja jetzt eine Scharfschützengewehr Nee, ist dabei. auf meiner UMP9. Tut mir leid. Habe ich mit Sekundenkleber dran gemacht. Neun. Es tut mir So ein leid. Visier packst du auf eine UMP. Aha! Liebe Ja, Leute, kritisiert ihn bitte in den Kommentaren. nein, Er nein, nimmt das habe teil. ich festgeklebt. Die Leute haben es gesehen. Da ist der Uhu-Kleber drauf. Das hält bombenfest. So. Siehst du, nicht immer der Vogelmann ist schuld und macht irgendwelche Sachen, sondern der Huni, der Ja, steckt ja auch noch jetzt wieder dahinter. so kommen. Na klar. Ja Weißt du, wir wurden so gelobt, dass wir im Vigo, seit Vigo echt ein klar. Team Hallo, spielen und ich bin's. jetzt. Josie. Ja, was? Lass dir Was? den Energy. Ob das mal meiner war? Ob ich mal Durst habe? Ich bin der Könnte Energy-Trinker. ruhig wahr So, sein. tschüss. Ey, jetzt macht er noch die Tür zu. Habe auch noch gelootet. Ich kratze nicht mehr auf. Siehst du? Jetzt hast du kaputt gemacht. Die ist bestimmt aus der Verankerung raus. Ich kann sie nämlich nie mehr zumachen. Hast du gut Oh, hingekriegt. mal zwei. Ganz toll. Mal zwei Oh, Rucksack. sag mal, stand die Puppe Und hier nochmal schon zwei immer? Weste. Weiß ich nicht. Hier unten war eine ganz gruselige Puppe. Ja, mal zwei Weste Mal habe ich auch hier gucken. unten gefunden. Tatsächlich. Sag mal, der Klamottenladen, der ist doch neu, oder? Pass auf. Ich habe hier mal 4 Visier, du kriegst mal 6 Visier. Oh, das hört sich gut an. Mein Gott, ich habe es doch bloß drauf gemacht, weil ich erstmal noch kein Visier hatte. So. Aber die Leute, die haben immer Angst, weißt du? Ah, der Sonnenschein, der macht Sachen, so wie jetzt, fallen lassen. Ja, ich Bitteschön. warte. Ah, nee, doch. Danke. Boden, ja. Danke. Danke, Ich danke. komme manchmal nicht mehr in die Anzeige darüber. Ah, jetzt. Manchmal hängt das Noch bei mir drei so ein bisschen. Ich Visier. weiß nicht warum. Aber es ist so. Ich schmeiß mal zwei weg. So. Wie, du hast Gucken wir mal nochmal die Waffe mal zwei? kurz an. Ja, das nehme ich Ja, noch mit. habe ich Das gerade wollte ich noch hingelegt. einfach auf die Vector drauf knallen. Weil ich es halt kann. Okay. Ach, so sind wir eigentlich im Ring. Oh, wir sind sogar im Kreis, sogar so ziemlich Na, perfekt. aber alles geplant gewesen. Wo willst du hin? Nochmal oben? Nach oben? Ja, ich will von oben runterspringen. Ich mag das auch so gerne. Wenn du helmmäßig irgendwo was siehst, sag ich jetzt noch holographisches. Mache ich. Ne, noch mit für die Handfeuerwaffe. Ich verwende zwar nie Das eine habe ich da auch Handfeuerwaffe, aber hingeschmissen. mitnehmen. Ich nehme sie mal mit. Hier liegt eine QBR drin, wenn du haben willst. QBU meinst du? Nicht QBR. Wann? Guck mal, oh, QBR, QBU. Ist Na, doch na, na, egal! na. Also bitte. Will derjenige sagen, der die Waffen nicht kennt mit Namen? Nee, 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 nee. Ja, Nee, ich will wollte der es nicht nur hier sagen. sagen. Ich wollte, also nicht, dass es wieder heißt. Ja, der Vogelmann, der kennt sich aber so gut aus. Nee, 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 nee. Weißt du, ich habe nur die Hab mich Umrisse der verlesen. Waffe gesehen. Da habe ich gedacht, aha, das ist eine QBU. Hahaha. Nicht O, U. Habe ich gesagt, Uhu, wie der Uhu-Kleber. Mann. So, jetzt halt mal hier in So. Sabbel. Hier können überall Feinde Oh, hier sein. liegt die Barrel. Aber, shit, mir fällt gerade was ein. Jetzt habe ich natürlich auch das Visier natürlich nicht mitgenommen von der anderen Waffe. Jetzt habe ich es wieder liegen lassen. Natürlich jetzt taktisch ein bisschen blöd. Also wenn du nochmal irgendwo im Visier liegst, siehst, sag nochmal Bescheid. Ich könnte auch wieder zurücklaufen, aber könnte es auch sein Ich leg lassen. mich zum Visier einfach hin. Ich habe jetzt mal zwei Visier, wenn du haben willst. Ja, immer her damit. Nehme ich mit. Dann mache ich das auf die QBU. Mache ich das mal 4, würde ich sagen. Das ist, denke ich, ausreichend. Warst du das? Ja. Warum machst du denn sowas? Weiß nicht. Wo bist du denn? Da. Hier. Warte. Ich warte. Bitteschön.
geil. Oh, so, jetzt mal auf Start drücken und die Pistole aufheben. So. Das ist alles sehr schön. Ja, das ist doch okay. Aber ich habe die QBU noch nicht gespielt. Ist sie gut? Ich fand sie gut, Kannst du mit muss ich raus, echt gestehen. oder? Ja, ich komme raus. Weil ich dachte, Stell mit nur so meine viel Pistole auf Luft da Dauerfeuer. drin ist nämlich ganz schön stickig. Hier liegt auch mal zwei Visier. Ich kann Ja. nicht mit eins Ach komm, ist mitbringen jetzt lassen. wurscht. Das Einzige, was Ich vielleicht finde noch noch toll Ruhe. wäre, wäre halt ein Helm oder so für mich, ne? Ich würde mich auch mit einem Helm Stufe 1 zufrieden geben. Eben. So. Die ist jetzt erstmal voll ausgerüstet. Was machst du eigentlich? Rein, raus, rein, raus. Ein Haus weitergehen. Ja, rein raus, das kann ich gut. Oh, eine Stufe 3. Rucksack, perfekt. Ach so, aber guck mal, hier ist ein Helm Stufe 1. Das ist doch schon mal etwas. Ich gebe mir auch mit den Ja, kleinen mal Dingen gucken. zufrieden, weißt du? Ich bin da nicht Ja, so. ich merkte schon. Rucksack Stufe 2, nehmen wir mal mit. Oh, abgewinkelter Ich nicht Griff, wieder die sehr Muni. schön. Nein! Ich habe erst in den Buffer gewechselt. Ah, Motorrad. Ja, bleib hocken. Oder geh eine Etage hoch. Bin ich. Nee, der fährt weiter, der ist über den Berg gefahren. Ja, Der ist weg. hab ich gehört. So, 170 und 125 Schuss. 7,62 Munition brauchst du? Ja, hol ich Komm mir her. gleich. Wobei nicht so dringend, weil ich habe eine DMR. Naja, aber haben ist besser als nicht haben. Hab ich dir schon mal gesagt, hier. Ich habe auch eine Stufe 3 Rucksack. Und dann geh ich auch wieder. Achso, du hast eine Tür aufgemacht. Ich dachte schon, jemand hat anderes hat die Tür aufgemacht. Alles gut. Ein Geschäft weiter. Hopp. Naja, wir sind ja noch schön im Kreis, ist alles cool. Psch, 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 psch. Ja, lass mich erstmal rein. Von wo hörst du was? Ich habe das Motorrad wieder gehört. Aber ich weiß nicht, auch natürlich nicht, ob das in der Nähe ist. Hier liegt noch ein großes Medikit, wenn du haben willst. Nee, habe ich genug, Dankeschön. Da habe ich schon wieder mein ganzer Rucksack voll damit. Wie gesagt, höchstens wenn du mal noch einen besseren Helm oder sowas findest, dann ja. So, ich werde gleich erstmal wieder ein bisschen ausmisten. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Vielleicht brauchst du ja dann irgendwas, was ich hinschmeiße. Na, So, warte, ich die komme brauche ich gleich ja nicht mehr, die Munition. Nee, komm, kann auch weg. So. Braucht mir wieder keiner kommen, von wegen Sonnichi, der alte Messi. Das habe ich schon abgeschrieben. Aber, wie ge ich wollte sagen, wir nehmen uns ja die Tipps zu Herzen, ne? Na, aber. So ist das nicht, dass wir es das nicht tun. Ne? Oh, ein Kompensator, da ist noch doch was dabei gehabt, was ich nicht doch gebrauchen konnte. Na, siehst du. Genau deswegen habe ich es einfach mal hingeschmissen. Ich guck mal nochmal darüber. Sieht aus wie Hannibal Lecter, ey. Ja, wir werden gleich sehen, wo der Kreis gleich hingeht. Wir werden bestimmt gleich laufen müssen. Bleib mal stehen, will die mal angucken. So mit den Helmen vor allem. Die Schminke unten drunter, ne? Na? Auf jeden Fall sehr Grüne modisch. Haare. Deine Hose sieht vor allem aus wie ingepisst. Guck, wie die reflektiert, das ist doch schön. Die ist Ja, schön ein bisschen wunderbar. nachtrose. Fällt mir überhaupt nicht auf, Und, wo weißt müssen wir hin? Oh, wir müssen noch ein bisschen laufen. Ist ja alles Na, wollen wir schön. Lass aussteigen? mal Na los. hinlaufen. Steigen wir aus. So, dann nehmen wir erstmal die an die Hand. 290 Schuss jetzt für die QBO. Da kannst du doch irgendwie was wegpfeffern mit. So viele Einzelschüsse kann ich gar nicht machen. Ich würde die ja gerne mal Probe schießen, aber dann verraten wir uns aber. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist immer das Problem bei den neuen Waffen. Ich will das auch meistens immer. Yep. So, Deswegen, ich pack auch mach schon mal. vorsichtig und guck überall. Gerade wenn wir jetzt da vorne Ja. durch diese Ortschaft hier gehen. Wir laufen immer ein bisschen getrennter wieder, ne? Das war letztes Mal eigentlich ganz gut, was wir gemacht haben. Na. Fandste? Ja. Achte hier auf das Dörfchen hier rechts. Ich traue der Sache ja nicht. Das ist unser Dörfchen, das haben wir alles gelootet. Ja, pf, kann ja in der Zwischenzeit kann ja trotzdem jemand hier reingegangen sein. Glaube ich nicht. Weißt du's? Und gleich.
Oh, Schüsse von Ja, rechts. ich hab's gehört. Hinten, ne? Hinter uns Aber weit rechts. weg. Ja, genau. Zur Information, ich spiele auch mit Anlage für deine Leute. Deswegen kann ich das auch ganz gut orten. Noch 29 am So, Leben. wir sind im Kreis und ich würde mich jetzt in mein Gebüsch erstmal legen. Und erstmal Ja, die Lage abchecken erstmal, hier. du legst dich dahin, ich leg mich hier hin. Bisschen. Ach, Bombenanschlag. Oh, ich lieg sehr, sehr gut. Ich fliege auch relativ gut. Also ich bin gut getarnt und kann super rausgucken und zielen. Ah, halt, ich habe vergessen, meine Dingstaste zu verwenden. So. Ja, wir sind gut getarnt, also. Du bist so ein Fahnenbusch, ich bin so ein Fahnenbusch. Herrlich. Die sind alle Busch. Wir sind alle Busch. Ich bin Thaddäus, du bist Thaddäus. Wir alle sind Thaddäus. Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Was mir immer im Kopf geblieben ist und was ich übertrieben abgefeiert habe, das feiere ich auch heute noch ab, das ist dieses, ja, ich bin Olaf, wer ist das? Ja, Olaf, Olaf. Und du bist richtig, Günther. Ja. Das fand ich so stumpf, das war echt gut, da habe ich mich weggeschmissen. Nee, Flugzeug. Ja, ich weiß. Trotzdem. Wenn wir mal sehen, Na, wenn jetzt schmeißt die da Loot Kiste ab? direkt auf meinen Kopf landet. Stell dir mal vor, Nee, das ist nee. ja lustig, Ja, ne? die fliegt da hinten. Stell dir mal vor, die Kisten würden schneller runterkommen und wer drunter ist, stirbt. Oh, hast du gehört? Auf 60, 55, quasi 85. So in die Nähe. Nee. Ja gut, du liegst als anders als ich, ne? Eine Ja, andere deswegen haben wir doch Zahl. trotzdem dieselbe Anzahl, Zahlen. Er kommt Deswegen immer ist doch drauf an, wie trotzdem man wo Nordosten, hinguckt, ne? Nordosten. Auch wenn ich hier liege. Nein! Doch, stell dir vor. Oh, warte. Okay, jetzt höre ich es auch. Komm, komm, lass weiter. Komm mit. Komm mit, lauf weg. Ja, solange die abgelenkt sind. Kennst du noch, komm mit, lauf weg? Nee, kenne ich gar nicht. Echt nicht? Das haben wir früher Bestimmt auf dem Schulhof gespielt. Komm mit, lauf weg. so ein Aussie-Spiel. Nee, 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 nee. Das Komm mit ist, und lauf weg. Herr Fischer, wie hoch ist die Mauer? Nee, war gut. Danke. Motorrad runter! Fährt an uns vorbei. Okay, wir können weiter. Hast du gesehen, was für Reflexe ich hatte? Zack, lag ich im Gras. Wie Spider-Man im ersten Film. Wahnsinnsreflexe. Minimum so. Mir gefällt aber nicht, dass wir jetzt so offen hier neben der Straße rumlatschen, ne? Ist Ja, irgendwie mir gefällt uncool. das auch alles hier. Hier finde ich es auch gerade ein bisschen blöd, dass der Ring hier hingeht, weil hier ist alles ziemlich hell. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit der Ah, oben, oben, oben! Kobi Geradeaus, direkt! oben. Ich habe sie Gesehen? gesehen. Pass auf, nicht, dass die da Ja, jetzt was im sehe ich denn Busch da? oder hinter den Steinen sind, ne? Wir müssen weitergelaufen sein. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, kannst ja mal testen. Kannst ja mal vorgehen. Ich teste es jetzt. Komm mit! Ich laufe rechts rum um den Stein. Du links rum. Oh, okay. Dann halt nicht. Pokémon, warum gehst du da hoch, wenn du weißt, dass die da oben waren? Erhöhte Position und sowas. Okay, dann gucke ich auch. Du sagst, dass es so schön hier oben ist und die Aussicht toll ist. Schön nicht, aber Aber warte auf mal, der wo werden Seite. die hingerannt sein? Pass mal auf. Pass mal auf. Da unten sind Häuser. Die sind bestimmt zu den Häusern gelaufen. Das ist meine Die da Vermutung. hinten, ne? Ich guck mal kurz hinter uns, nicht das hinter uns. Ich muss mich mal kurz hinstellen, damit ich was Ja, der sehen. Kreis kommt, ne? Also so langsam. Aber Ja? warte. Hinter uns kommt einer, der kommt gleich hier hoch. Nee, er läuft an uns vorbei. Wie? Wo? Wo denn? Rechts, rechts. Am Stein hier unten, zwei Stück. Ah! Ich fixe jetzt. Alter! Alter, pass auf, der kann ziemlich gut schießen. Der kann? Hab ich auch mitgekriegt. Alter, ich konnte noch nicht Alter. mal anlegen, da hatte ich schon drei Das Kugeln habe ich im Kopf gesehen. gehabt.
Das habe ich gesehen, ey. Okay, Krass. ja, das war War unverhofft. überraschend. Ja. Hätten wir nicht von oben schießen können, sag mal, warum sind wir da runtergerannt? Weil der Kreis kam. Ja, aber. Jetzt bin ich überhaupt nicht befriedigt, ne? Ich auch nicht. Also so richtig überhaupt nicht befriedigt. Wir haben jetzt 20 Minuten, also wir könnten noch eine 10-Minuten-Runde schaffen. Mach mal, hau rein, Dann würde ich Mini-Royal. sagen, pass auf, pass auf. Die 10-Minuten-Runde wird jetzt wer macht die meisten Kills von uns runter? Okay. Mit Absicht, wir Also gehen jetzt mit Fällen. Absicht auf Konfrontation. Scheiß drauf, ob wir jetzt Erster werden oder nicht. Wir nutzen die 10 Minuten jetzt aus. Wer von uns beiden macht die meisten Kills? Hörst du dann? Abspringen, pass auf, abspringen tut jeder für sich selber. Oh, das hört sich cool an. Ja, sag ich doch, das Sonnet hier, neue Modi rausgepackt, ja. So, okay. Sehr gut. Jetzt voll motiviert, dann Dann. springst du runter. Ach, das Scheiße gegen Teams. Ja, mal gucken, ne? Ja, Also, und wir müssen ehrlich sein, ne? Also, das muss ein richtiger Kill sein. Das heißt nicht, dass er auf dem Boden liegt. Das ist na, ja ein bei mir siehst Niedergeschoss, du es das ja in der muss schon ein Aufnahme. Kill sein. Ich kann ja nicht lügen. Ach, stimmt. Und du kannst ja, einen Screenshot machen, wenn dein Bildschirm gezeigt wird, da steht ja da, wie viele Kills du Ja, gemacht richtig, hast. richtig, richtig, richtig. Na Ja. gut, dann machen wir das. Und wenn du keinen Screenshot machst, dann heißt das für dich, du hast verloren. Du hast gelogen, lügen Du darf hast man nicht. gelogen, ja, weißt du? Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. So. Ja, Ladebildschirm halt. Und dann ist doch egal, dann ist doch egal, aber jetzt, dann pass auf, das wird lustig. Hau ab Das von wird mir. lustig. Wir gegen den Wir sind Rest nur der getrennt Welt. hier. Sieht es aus, wenn wir uns beide abschließen? Ach so. Was ist denn, wenn wir aufeinander dran? Nee, wir sehen uns ja auf dem Radar, ist unfair. Nee, nee, Ja. also wir uns Aber es ist gegenseitig interessant zu. abschießen machen wir nicht. Aber es ist interessant zu sehen, laut Karte dann, wo wir abspringen. Finde Ja, ich. stimmt, wo jeder so Und seinen wenn der Plan andere macht. schon vorher stirbt, kann er den Ja. anderen ja zugucken. Ach stimmt, das ja, siehst du das genau nach. Ja. Korrekt, mein Lieber. Hey, das ist Cool. ein unheimlicher Modi. Ich würde sagen, das wird unser Lückenfüller-Modi. Wenn wir so eine Mistrunde wie gerade haben und noch 10 Minuten übrig haben, dann machen wir das so. Oh, finde ich gut. So. Das ist die Frage, ne? Springt man direkt runter, da wo richtig viele Leute sind und versucht gleich am Anfang mehr Kills zu machen als der andere oder macht man es doch ein bisschen ruhiger und gediegener? Ich habe meinen Punkt schon ausgewählt, wo ich hin will. Ja, ich sehe es ja. So, ich bin raus. Tschüss. Hau rein, Kalle. Bis später. Grüß Dann sehen wir Mutti. uns am Ende. Es wäre so lustig, wenn wir uns im Kreis sehen würden. Also am Schluss. Da müssen wir immer so spielen. Dann Und funktionieren wir ich einfach im Team nicht. flieg immer wieder, bin so stark, stark, stark wie ein Krieger, bin so hoch, hoch, hoch wie die Mauer im Osten. Wohoho. So. Oh, hör auf, ich hab am Wochenende auch zu viel von dieser Mucke gehört. Echt, ja? Warst du so richtig Party machen? So richtig, richtig, richtig. Im Das ist DAX. richtig Im Party, DAX. Mallorca-Mucke. Ja. Das ist geil. Das sind die besten Partys. Schon mal Depp. aufgefallen, dass das Bier auf solchen Partys viel besser schmeckt, als wie in hier so normalen Diskos, wo du jetzt die ganze Zeit nur Techno oder so hörst oder so Charts. Ist ja langweilig. Aber Ja. da, weißt du, I'm on Barbie Girl. Alter, alleine bei dem Lied, Alter, fängst du schon an, 10 Bier wegzuzischen, weißt du? Ah, das ist halt so. Ja, guckt euch an, der Familienvater weiß, wie man feiert. Ich war ganz schlimm. Ich war richtig schlimm. Das glaube ich dir. Das war ja noch, ich glaube, vor How I Met Your Mother. So meine richtige Partyzeit, ne? Und vor How Warst du I der Met Barney? Bitte? Ja, war ich wirklich. Warst du Ich, der mich Barney gibt, mich Simpson? gibt's nur im Anzug, ne? Und ja, hatte ähnliche Anmachmethoden, ganz viele Methoden sogar. Oh, das war richtig schlimm. Ganz böse Vergangenheit. Nein, aber Oh ja, jetzt das geht. Familienvater, ruhig, gediegen. Scheiße, Oh, bei das mir wird mal schon drei Visier, geschossen. ich kann es nicht aufsammeln, weil ich Messi bin. Ich kann auch nichts aufheben, weil ich keine Lust habe. Bei mir wird schon geschossen. Oh, bei mir auch. Warte mal, ich überlege gerade was.
Bin ich eigentlich im Kreis? Ich bin im Kreis. Und ich? Auch. Du auch? Oh, großer Kreis. Alleine fühlt man sich irgendwie so alleine, Ja, habe ich auch gerade das Gefühl, auch relativ ne? positiv gerade. Du weißt halt, dass hier halt Teams sind. Wie geht man vor? Gehst du wie Rambo vor? Ja? Schnappst du da die dicksten Wummen und rennst einfach durch und versuchst jetzt mehr Kills zu machen als der andere? Oder versuchst du es taktisch? Also ich versuche schon eher ein wenig taktisch mit Überraschungseffekt und sowas. Mit Überraschungsei? Was? Mit Überraschungseffekt, ja, Überraschungsei. Oh, bei mir schon das Flugzeug, Alter. So, meine Taktik. Verdammt, ich pack jetzt fest. Busch. Das ist ja nicht dein Ernst, jetzt. Nein, das war ein Spaß. Das sollte ein Spaß werden. Hilfe! Das ist nicht witzig. Ich kann nicht mehr aufstehen. Hilfe! Och nö, Ja! nö. Okay, Das oh, Spiel spielt schon mal jetzt hat. für mich. Oh Gott, das läuft ja automatisch. Ah, jetzt. Hast du schon Feinde Mann, ich gefunden? fick deinen Rucksack! Ja, Ja, ich ich habe hab auch sie noch keinen gehört. Rucksack. Aber ich habe jetzt auch nicht viel gelootet. Ich habe, glaube ich, ein Haus gelootet, obwohl ich bei vier Häusern gelandet bin. Ich wollte Ja, ich eigentlich hab schon drei. Ich hab auch schon direkt vier auf Häuser gelootet. Killjagd Also ich gehen, bin weißt du? schon. Sag mal, ist da hinten jemand? Ja, ich auch, aber ich muss ja besser sein als du, ne? Also. Ja, aber da hilft doch kein Rucksack, mein Lieber. Außerdem, mir wurde mal gesagt gehabt, Rucksack, unnötiger Ballast und man wird nur gesehen. Oh, bei dir landet die Lootkiste, ne? Was? Naja, also bei mir, also wirklich. Bei mir. Also. Köln ist auch in der Nähe von Berlin, wa? Ja. Bei mir, sagt er. Wenn man rauszoomt Alter, von fast der einen Google Kilometer Maps-Karte, ist entfernt es lande sehr, sehr nah dran. ich. Alter, wo. Ach ne, der hat allgemein keine Tür, ne? Okay. Rucksack, Rucksack, ja! Und eine Weste gibt's auch noch. Verdammt, ich hatte schon eine Weste. Oh, hier liegt noch ein Rucksack. Das Problem ist, Gesetz. meine Ohren sind weg, also du bist weg. Weil ich habe ja, wie Weg? gesagt, den Ingame-Sound und dann kann Ach ich so, halt ja. nicht so auf Dolby Surround jetzt hören. Also jetzt muss ich wirklich Glück haben, dass die Feinde auch wirklich so irgendwie im 90-Grad-Winkel vor mir auftauchen. Weiter. Du hast noch keinen Kill, ne? Ah. Denk dran. Arbeite mich gerade Sollte langsam. eigentlich nur für 10 Minuten sein. Ja, aber weil wir dieses Gegeneinander-Spiel haben, dann wird auch irgendwie einer schon einen Punkt mehr haben als andere, ne? Gerade. Hier wurde auf jeden Fall geschossen. Stufe 2 Weste habe ich schon mal, das ist schon mal gut. Ah, genau jetzt, ne? Ah, ich Idiot, ne? Ach, fick dich. Was mache ich? Ich wechsle zu der Waffe, die ich noch nicht nachgeladen hatte, wo ich sie gerade erst aufgesammelt hatte. Ach, fick doch die Henne. Fick doch die Henne. Oh, du bist unsichtbar. Okay, da bist du. Kann ja nicht wahr sein. Dreckscheiße. Mist, ich habe ja jetzt schon verloren. So, ich muss Wobei, natürlich. wenn du keinen Ja, Kill. weiß man Ja, wenn du keinen Kill machst, richtig. ist es unentschieden. Scheiße. Ich hab ihn gehört, weißt du, das war das Problem. Ich wusste, dass da einer kommt. Und ich wollte auf die AKM wechseln. Und dann ist mir, beim Wechseln ist mir eingefallen, ich Idiot, die habe ich doch gerade erst eingesammelt. Ach, deswegen hast du Scheiße. schon vorher Scheiße gesagt und dann warst du erst tot. Ja. Das war echt Kacke. Das ist, wenn du schneller handelst, als du denkst. Denkst. Ja. Klingt bescheuert, ist aber so. So, der Vogelmann geht natürlich jetzt auf Ja, immer kümmer. Konfrontation. Du hast jetzt hier komplettes Screen Time. Ja, das ist so unfair. Du hörst jetzt natürlich die Feinde.
Die sind da vorne, oder? Ja. Weh, du schießt einen ab. Ich warne dich. Misch dich da nicht ein. Die haben da zu tun. Hier, hier ist er, der Vogelmann. Hier, schießt auf ihn. Ach so, ja. Ich dachte, du hast mir gezeigt, wo einer ist. Nee. Ich hoffe, dass mich die Leute da draußen hören. Oh, die Stimme aus dem Jenseits. Von wo waren die Schüsse? Ich sehe irgendwie keinen. Da ist einer gestorben, ja. Ich glaube, das ist die Bude, wo ich gerade war, oder? Nee. Ist die Brücke hier in der Nähe? Nee. Andere Ecke. Wie er lauert. Wie er lauert. Aha. Ja. Ich hab Hunger. Nee, 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 nee. Du wirst auch abgeschossen, mein Lieber. Du wirst auch abgeschossen. Ja. Immer lauf mal. Lauf mal. Genieße noch die frische Luft. Du bist gleich bei mir hier oben im Himmel. Wobei dich lassen. Ah! Nein! Der war angekratzt! Unfair! Unfair! Alter! Hab ich mich erschrocken! Oh, der war noch verwundet! Verdammte Axt! Ich glaube, du hast nämlich bloß eine Schleifkugel gemacht bei dir in den Arm und da ist er schon umgefallen. Ah, du elender Glückspenner, ey. Alter, kann doch nicht wahr sein. Mich erschrocken. Kann doch nicht wahr sein. Da hat er ja! Sich, da hat er sich die ganze Zeit verkrübelt, weil der dich wahrscheinlich gehört hat, du mal. Ne? Ja, aber krass, ne? Also, der muss ja mit Headset gespielt haben. Also, ja, ja. Eigentlich... Ich denke mal, die meisten, die hier wirklich den Multiplayer, also bei solchen Royale spielen, die spielen mit Surround-Headset. Also, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ihr könnt es aber gerne da draußen in die Kommentare reinschreiben. Wie spielt ihr denn da draußen? Spielt ihr mit Anlage oder spielt ihr mit Stereo-Headset oder spielt ihr mit Surround-Headset? Würde mal einfach rein Interesse halber mal. Ja, also ich persönlich habe ja auch meine Meinung dazu. Wenn ich wirklich ein Spiel Hardcore spiele und ich möchte das wirklich so professionell spielen, also wirklich mit Kumpels jeden Tag, zum Beispiel, sagen wir mal Call of Duty, da würde ich echt nur mit Gaming-Headset spielen, ne? Vollkommen verständlich. Das einzige Problem, was ich habe, ich mache es ja für die Aufnahmen, habe ich hier dieses Headset auf dem Kopf, ja. Aber ansonsten bin ich kein Headset-Typ. Und die Dinger können noch so geil sein, ich kann den besten Sound und irgendwie 300 Meter in die Ferne hören in alle Richtungen. Ist ja alles schön und gut, aber ich kann das nicht ab. Die ganze Zeit ein Headset auf der Birne und im Sommer ist es so heiß, so warm an der Ohrmuschel. Ich weiß nicht, bin ich kein Fan von. Komm ich nicht ran, egal welche Vorteile es bringt. Ich weiß es ja, dass die super Vorteile bringen. Ne? Ja. Sound ist so wichtig geworden in den heutigen Games. Und ich bin jetzt erstmal im Bootcamp hier drüber. Das kann ich mir am nächsten Mal hier ein bisschen umgucken, weil der Ton nicht dabei ist und sagt, nein, ich will da nicht rein. Ja. So, jetzt suche ich die Gegner hier, aber es will ja keiner mit mir ballern. Ich habe gewonnen. So. Ich bin jetzt richtig. Ja, der zählt nicht, der zählt nicht. Der war ja schon angeschossen. Hat ja schon jemand für dich vorgearbeitet. Ach so. Jetzt werden noch schnell die Regeln geändert. Ja, selbstverständlich. Also, was heißt geändert? Ich habe die von Anfang an gesagt. Also, wenn du nicht richtig zuhören kannst, dann tut es mir echt leid. Die Leute da draußen haben es gehört, wie ich gesagt habe. Ja. Bei mir rechts fliegt der Flieger. Ich höre. Wo willst du eigentlich hin? Ich will nur gucken, ob ich welche auf dem Wasser abgreifen kann. Ach so. Schön hier. Aber ich möchte eigentlich auch. Ich möchte eigentlich. Weißt du, erst kriegt er einen, der schon nur noch einen Millimeter Energie hat. Dann will er noch irgendwelche armen Leutchen aus dem Wasser abschießen, weil sie die gerade frisch am Baden sind und waschen sind. Also, ganz ehrlich, Vogelmann, so gewinnt man wirklich keine Freunde. Ja. Ich bin eine Sau. Ja. Also wirklich. Das ist einfach nicht schön, weißt du, diese Spielweise. Sowas mag auch keiner, sowas will auch keiner sehen. Weißt du, das ist einfach ärgerlich. Ja, und ich will Krieg. Ich will jemanden töten, aber keiner will. Nö, kommt keiner. Ich hab mal Angst. Ich bin on fire. Vogelmann ist on fire. Du, wir sind jetzt auch hier schon drüber, ne? Über der Aufnahmezeit hier. Also jetzt. Komm mal in die Potten hier. Du musst noch 39 in die 38 wegballern. Ach du Scheiße. Ich bin gespannt, wenn du aufs erste Team triffst, bist du sowieso tot.
denn jetzt? Ein bisschen Aufmerksamkeit oder was? Nee, da unten ist jemand. Echt? Ja. Ah. Komm. Ja, das scheiß Grashalmstutter. Schieß du hin? Der steht in der Mitte. Das sind zwei, ne? Die sind ja echt blöd, oder? Die merken nicht, dass du hinter dem... Das liegt ja noch vor dem Gras. Ach, hör doch auf. Komm, die sind doch geschenkt. Das ist doch nicht wahr. Ach, hör doch auf. Ja, geil. Ach, nö. Nö. Wieso triffst du immer auf diese Deppen? Weißt du, warum triffst du immer auf diese Deppen? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, nee. Das ist der Beweis, lieber. Ich bin ohne Toni nee. Einfach besser. Nee. Aber zum Glück habe ich ja vorhin in der Regel gesagt gehabt, ja, es zählen nur Kills, ja, wenn die Gegner nicht angeschlagen sind und wenn die Gegner keine Deppen sind. Hatte ich ja vorhin zum Glück gesagt. Zum Glück. Ja, stimmt, hast du recht gehabt. Ja, das ist zum Glück gesagt. Also, es ist immer noch unentschieden, es ist immer noch voll ausgeglichen. Was machst du denn jetzt? Nimmst du jetzt die zwei Köder hier oder was? Wieso liegt der eine eigentlich da wie Batman, irgendwie so der Umhang? Sieht aus wie so eine Fledermaus. Oh. Was ist denn jetzt? Ja, irgendwie durch. Jetzt, ne? jetzt habe ich Hunger. Naja, aber die nächsten kriegst du nicht. Die sind zu gut für dich. Ich spüre das. Also wenn du jetzt nochmal auf solche Idioten triffst, ja, dann schmeiß ich den Controller an jemanden. Kann doch nicht wahr sein. So. Ich weiß das auf jeden Fall, dass wir diesen Spielmodi nie wieder mehr spielen. Ist ja wohl klar. Man betrügt und gewinnt. Ja, ich hab gestochen, die Leute. Ja, ich glaub's nämlich auch. Ich glaube, Leute, wir sehen das ja da draußen nicht, ne? Aber ich wette, der Vogelmann hat die einfach angeschrieben. Selbst die sehen dich nicht! Die laufen 10 Meter neben dir und die sehen dich nicht! Einer, der mal mitkriegt, dass er beschossen wird. Jetzt rennt er in eine Granate rein, oder was? Ne, die ist gar nicht hochgegangen, oder? Ach, hör da auf. Komm schon, schießt nochmal ab! Du weißt schon, dass du von hinten links abgeschossen wirst, ne? Oh. Ach, Scheiße, Alter, das... endlich! Alter, oh Mann. Wird ja mal Zeit. Wird ja mal Zeit, ja. So. Drei Kills, wieso nur drei Kills? Der eine ist nur umgekippt, der ist nicht gestorben, das war sein Teammitglied. Ach so, ich dachte, den hast du jetzt richtig umgebracht, okay. Na gut, aber schön, dass du da wesentlich ehrlich warst. Also ich hätte jetzt den Kill aber auch noch gegönnt. Also das wäre es jetzt nicht gewesen. Ja, aber Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn, ja, die erste Runde ein bisschen verkackt ist. Und von meiner Seite aus natürlich, ja, könnt ihr jetzt wieder meckern. Der Sonnenschäfer, nimmt ja die Waffe, der hat doch eine Waffe in der Hand gehabt. War aber nur eine Einzelschusswaffe, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Leider war Nummer sicher nicht die richtige sichere Nummer. Um es mal so zu sagen. Ja. Aber dafür haben wir bei Vogelmann ein bisschen Action gekriegt. So, Vogelmann, wir verabschieden uns und ich verabschiede mich von dir. Ich spiele nie wieder mehr mit dir. So. Ich auch nicht, ich bin jetzt abgehoben, also ich brauche dich nicht mehr. Ja, wir wollen ja schon immer klar. Also von daher. Also Freunde, Dankeschön fürs Reinschalten, weiterhin einen schönen Dienstag euch und Dankeschön Vogelmann, bis dahin, haut rein, euer Sonnenschi und der... noch Vogelmann aussprechen? Ha, da ist ein Party-Shirt abgekackt. Das hast du jetzt davon, mein Freund. Das hast du jetzt davon.